Was geht ab, meine Z-Fighter aus der Reihe? Und heute haben wir die offiziellen Informationen zu dem Extreme Z-Awaken vom Strength Super Gogeta, aber auch vom AGL Kid Buu. Gestern wurde das Ganze ja geleakt von Team Dokkaner. Heute wurde es offiziell bestätigt von der japanischen Dokkaner Twitter-Page. Und die Übersetzung liefert uns hier an der Stelle Goresh. Natürlich schaut an die ganzen Boys und Girls, die hier zusammenarbeiten. Ich werde die Links in die Beschreibung setzen. Dann kommt in das Extreme Z-Battle und sein Extreme Z-Awaken online. Natürlich vorerst für die japanische Version, nämlich am 10. Januar. 9 Uhr morgens unserer Zeit, heißt morgen Donnerstag ist das Ganze live. Wir werden es auch morgen streamen, morgen Abend zwischen 19 und 20 Uhr gehen wir live. Da werden wir das Extreme Z-Battle auf Twitch machen. Die ganzen Links in der Beschreibung, der Streamplan ebenso, Freunde, könnt ihr euch gerne abchecken. Dann gucken wir uns mal an, was sie abgeht, beziehungsweise bevor ich das mal sage, was ist denn sehr effektiv gegen sein Extreme Z-Battle? Dazu haben wir noch nicht die Offset-Information, aber man nimmt an, dass es die Movie-Boss-Charaktere sind. Warum? Denn morgen zeitgleich mit seinem Extreme-Battle kommt auch ein Kategorie-Banner, nämlich ein Kategorie-Banner zu den Movie-Boss-Charakteren. Und dementsprechend geht man davon aus, dass Movie-Boss-Charaktere sehr effektiv gegen sein werden. Natürlich haben auch Extreme-AGL-Charaktere einen Vorteil. Dementsprechend könnt ihr auf jeden Fall mit eurem Movie-Boss-Team da reingehen. Ihr wisst ja, Extreme-Battle von Level 1 bis 20 schafft man mit vielen Teams. Ab 20 sollte man das anpassen. Wie gesagt, Movie-Boss-Charaktere und AGL-Charaktere sind auf jeden Fall ein Ding. Jedenfalls, wie gesagt, was ändert sich bei unserem Super Gogeta? Super Gogetas EZA haben wir wirklich lange erwartet, vor allem die Community. Ab dem Zeitpunkt, wo wirklich das quasi zum allerersten Mal online kam, dass es überhaupt Extreme Z-Battle gibt, Extreme Z-Awaken gibt, dass Charaktere quasi, ältere Charaktere, ihre Passive geändert werden, sie verstärkt werden etc., war direkt die erste Frage, ey, bekommt dieser Boy Super Gogeta auch seins? Und ja, jetzt hat er letztlich... Als letzter, glaube ich, als einer der letzten, was als letzter, da kommen vielleicht sicherlich noch andere, aber ich sag mal so, aus dem Charakterpool, aus dem man sich es gewünscht hat oder aus den älteren Liedern, ist er einer der letzten. Und zwar, was ändert sich denn bei ihm? Wenn wir uns die Übersetzung hier ansehen, dann zum einen wissen wir, er heißt Super Gogeta, heißt wir können mit dem neuen Super Saiyan AGL Gogeta in einer Rotation spielen oder in einem Team. Jedenfalls, sein neuer Leader-Skill ist folgendermaßen, er gibt jedem Typ Ki plus 3 auf HP Attack und F 77%. Seine Super Attack ändert sich folgendermaßen: Er macht immens Damage und verringert Angriff und Verteidigung des Gegners. Also bekommt er quasi die SA von dem Super Gogeta, sage ich mal. Das ist aber auf jeden Fall gut. Angriff senken ist immer gut, das merkt man auf jeden Fall. Vor allem jetzt bei neuen Events, sage ich mal. Bei dem Broly Event, wenn ihr da seinen Angriff senkt, dann seid ihr auf jeden Fall, sage ich mal, im Vorteil, einen kleinen Vorteil. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass dieser Bonus dazu kommt, sag ich mal, zur Super Attack. Passive ändert sich folgendermaßen, er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 77% und für jeden Rainbow Orb, den er einsammelt, bekommt er weitere 7% und macht natürlich noch weiterhin sehr effektiven Schaden gegen jeden Typus. Um es außen vorweg zu sagen, wissen wir ja, solche EZA-Charaktere, die älteren Leader, die bekommen aus dem Dupe-System auf jeden Stat overall 7000er Stats. Heißt, dieser Boy kommt nach seinem EZA natürlich auf 100% auf über 20.000 Angriff. Und das ist eben der Vorteil an EZA-Charakteren. SA15, Level 140 und die Stats. Er hat, und die EZA-Charaktere und natürlich auch hier Super Gogeta, die bekommen ja quasi so, die nähern sich schon an LR-Werten ran. Und dies wiederum heißt, er wird auf jeden Fall besser sein als der Super Gogeta Int, als der AGL Super Saiyan Gogeta nicht, aber als der Super Int Gogeta auf jeden Fall. Warum? Ganz einfach, Freunde. Er bekommt zumal 77%, hört sich wenig an, aber wie gesagt, er ist ein EZA-Charakter. Wir haben es bei dem EZA Broly gesehen, das sollte man nicht unterschätzen. Er ist ein EZA-Charakter oder bei Janemba an sich, bei den letzten EZAs, die sind wirklich, wirklich gut eingeschlagen. Und vor allem Super Gogeta, wie gesagt, kommt mit knapp über 20.000 Angriff. Sehr effektiven Schaden gegen alles. Der wird links und rechts alles umhauen, SF15 und so und so fort. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Jedenfalls Attack und F 77%, das tut ihn auf jeden Fall gut. Zusätzlich dazu bekommt er dann pro Rainbow Orb, den er einsammelt, 7% drauf. Heißt, er ist ein kleiner Nuker, sage ich mal. Das wird ihn auch gut tun. Warum? Denn in den Teams, in denen er vertreten ist, vor allem jetzt in dem neuen Team-Setup mit den Movie Heroes, mit AGL Super Saiyan Gogeta Blue als Leader, spielt man ihn oder kann man ihn auf jeden Fall in einer Rotation spielen mit dem AGL Gogeta. Und wenn man in dem Team dann zum Beispiel den neuen Tech Godku hat oder den Ghost Tanks, weil beide gehören zum Leader Skill, dann hat man quasi Charaktere, die für Rainbow Orb durch die Passive sorgen und der ist auf jeden Fall gut gedeckt. Aber wisst ihr auch natürlich, ein Rainbow Orb kann man maximal nur 5 einnehmen, weil Rainbow Orb, die gehen quasi nur einen Pfad entlang, die werden links und rechts die Orbs ja nicht eingesammelt, sage ich mal, so wie bei Farben oder bei Typen Orbs, sondern Rainbow Orbs, legit, könnt ihr nur, wenn es gut läuft, natürlich, wenn 5 übereinander gereiht sind, nur 5 aufnehmen, heißt, er bekommt dann quasi maximal 35%, das ist quasi das beste Szenario, wird wahrscheinlich auch vorkommen, aber in dem Setup vielleicht schon, mit einem Godkuder, mit einem Ghost Tanks in einem Team,
Jedenfalls sollte er im Durchschnitt so 2 oder 3 Rainbow Orbs bekommen. Und das wird ihn sicherlich dennoch gut tun, sag ich mal. Also, der wird auf jeden Fall sehr viel Schaden machen. Aber außerhalb davon hat auch einen 77% Verteidigungsboost. Hört auch vielleicht wenig an, aber wie gesagt, ist ein Insane-Charakter. Er hat gute Werte und Verteidigungsboost. Wird ihn auf jeden Fall gut tun. Denn Super Greta quasi, der war wirklich ein Powerhouse. Also, der Int in Sachen Angriff, Effektivität so oder so, als er rauskam, er war einer der besten Charaktere, so oder so. Aber jetzt mittlerweile nähern wir uns quasi Events oder Charakteren. Da ist es immer gut, wenn sie sowohl offensiv als auch defensiv stark sind. Darüber rede ich in letzter Zeit wirklich sehr oft und sehr gerne. Aber ist halt so. Wegen Battlefield, Super Battle etc. Und da ist ein Verteidigungsboost natürlich. Das spricht für ihn auch natürlich, sag ich mal. Ist ein Bonus für ihn. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit seinem Izzy. Ich habe mich öfters gefragt, vor allem im Stream, wie denke ich, wird er sein? Ich habe mir gehofft, oder ich dachte, dass sein Attack Boost mindestens 70% sein sollte. Damit könnte ich leben. 70% sind auf jeden Fall nice. Hat einen Defense Boost drauf. Und dann habe ich gesagt, es wäre gut, wenn er noch irgendwie zusätzlich einen Angriff Boost bekommen würde, wenn er das und das macht. Und das ist im Prinzip der Fall. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit seinem Izzy. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wie ihr das Ganze findet. Das würde mich auch auf jeden Fall interessieren. Und ob ihr dem, ja, übereinstimmt, was ich so gesagt habe. Jedenfalls haben wir noch einen Boy. Ja, genau der. AGL Kidbu bekommt auch sein Izzy, Freunde. Denn das Kidbu-Event morgen, das Xtreme Battle, kommt auch live. Und den kann man dann quasi mit den Medaillen, die man sich aus der Stage wiederholen kann, auch easy aim. Was ändert sich bei ihm, wenn wir das ganz kurz angucken dürften? Ja, AGL-Charakteren gibt der Kidbuster HP-Attack und 70% nach seinem Izzy aim. Super Attack macht Supreme Damage, verringert greatly die Verteidigung des Gegners und... Mit der Passive hielt er sich um 14% at Start of Turn und bekommt zusätzlich dazu auf den Angriff und auf die Verteidigung, beziehungsweise sagen wir es mal so, bekommt zusätzlich dazu pro Rainbow Orb, den er einsammelt, auf den Angriff 14%, auf die Verteidigung 7%. Mehr muss man auch zu ihm nicht sagen, Freunde. Also es ist, ja, es hat einen Nebencharakter von Izzy, ne? Weil physisch Kidbu war ja eigentlich der Maincharakter vom Izzy und der physisch Kidbu, ist wirklich sehr, sehr gut geworden nach seinem Izzy. Der ist halt, der kommt halt nebenbei dazu und den nehmen wir nebenbei mit, wenn es sein muss, wenn auch nicht schlimm, weil der ist nicht so gut. Aber der ist auf jeden Fall wirklich nice, Freunde. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Ganzen auf jeden Fall Like. Lasst mich wissen, was haltet ihr von dem Izzy. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.